Hallo ihr Lieben, ich bin heute wieder reichlich spät dran. Wir haben es schon wieder Abend, sehr spät am Abend und schaut euch mal diesen Himmel an hier in über Golden Hills. Also, das ist genau das, was ich letztens mal angesprochen hatte in einer meiner Folgen, dass der Himmel hier völlig anders aussieht. Und ja, also ich finde es ganz schick. Ne? Und wie gesagt, wenn man unten am Strand lang reitet, das hat was. So, wir gehen aber jetzt erstmal zu Eva, die in der letzten Folge für uns ein Zeitsymbol hatte, die gute. Und gucken mal, was das damit auf sich hat. Hallo Eva. Es war ein toller Vorschlag, die Bahnen in beide Richtungen reiten zu können. Die Bahn ist bereit, getestet zu werden. Bitte, Celine, du darfst anfangen, weil du die tolle Idee hattest. Ja, Leute, und ihr seht, das hat tatsächlich was mit unserer Reitbahn zu tun. Wir testen sie doch einmal. So, Leute, dann reiten wir mal los, ne? Ja, schauen wir uns das doch mal an. Und ja, ne? Auf geht's. Jetzt haben wir die nämlich in beide Richtungen. Wie ich hier schon gesagt habe. Das heißt, wir haben hier demnächst drei Reitstrecken. So, und jetzt habt ihr hier das Vergnügen mit mir am Strand auch nochmal, euch das anzugucken, wie das dann hier so aussieht, ne? Weil die führt hier am Strand entlang. Ja, und da unten haben wir auch noch einen Lagerfeuerplatz, falls ihr den jetzt im Vorbeirauschen gesehen habt. Finde ich schon ganz gut hier. Also Golden Hills gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. So. Ja, bis jetzt haben wir das hier gut im Griff. Ich muss ganz ehrlich sagen, Angel lässt sich recht gut lenken. Also wie gesagt, generell sind ja die Vollblut-Araber hier im Spiel ziemlich wendig. Ne? Und die Pinto-Araber, die sollen aber noch wendiger sein. Wie gesagt, ich finde es ganz gut. Ich fand das am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Weil die sind wirklich gazellenmäßig. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und kommt man ganz gut mit zurecht. Ist auf jeden Fall ein championatstaugliches Pferd, so kann man das wohl sagen. So, ja, und wie gesagt, also mir kommt das heute gar nicht so dunkel vor, Leute. Ich habe das schon mal irgendwie anders erlebt, aber naja, ihr seht es wahrscheinlich sowieso etwas dunkler, weil ich glaube, YouTube, wenn man das hochlädt, dann wird das Video etwas dunkler. So war es bis jetzt immer. Meistens lasse ich so, manchmal bearbeite ich das nach, aber meistens lasse ich so, weil ich finde, wenn es dunkel ist im Spiel, dann soll es halt auch im Video so ein bisschen, soll man das halt auch sehen. Na, wenn es dann zu hell ist, finde ich das auch nicht gut. Und solange ihr hier noch alles erkennen könnt. So, Eva, die Bahn ist super, ne? War es cool? Dann können wir die Bahn jetzt für alle öffnen. Ja, wunderbar, Eva. Finde ich klasse so, Leute. Und ihr seht, wir haben das jetzt als blaue Aufgabe. Und das ist genau das, was ich befürchtet hatte und was ich auch schon angekündigt hatte. Ich würde super gerne, und wir gehen auch schon mal in diese Richtung, ich würde super gerne jetzt mit euch noch zum Ratsmann reiten. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon mal erzählt, dass der Ratsmann, den hatten wir ja angesprochen, hatten wir ja nicht weitergemacht mit der Aufgabe, weil das ja alles so total durcheinander ging. Und ja. Ihm ist ja der Schlüssel abhanden gekommen, auf mysteriöse Art und Weise, sage ich jetzt mal so. Einfach nur, um es nochmal zusammenzufassen, für das Eisentor, für eines der Tore. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht. Wir hatten uns nicht weiter drum gekümmert. Deswegen, wir gucken jetzt einfach mal, reiten da mal hin. Wir sind ja auch gleich da, kommen ja hier über diesen langen, langen Steg, ne? Und also wie gesagt, ich finde das Gebiet super klasse. Bis jetzt am, ja, fast am besten. Wobei man kann sich da schlecht entscheiden, denn auch Dandal fand ich immer, Dandal fand ich auch nicht schlecht. Na so, jetzt reden mich hier schon die Matrosen an, Mensch. Wir wollen jetzt überhaupt nicht reden. Wir reden jetzt nur noch mit dem Ratsmann. Wir wollen uns ja hier nicht verzetteln. Ja, aber ich muss wie gesagt sagen, ich finde das wirklich toll mit diesen verschlafenen Fischerdörfchen hier. Also das hat schon was. Definitiv, Leute. Ja, wie gesagt, ich finde solche kleinen Ortschaften einfach hübsch. Ne? Und deswegen gefällt es mir hier halt auch so gut. Und dann sowieso bin ich ein Fan vom Wasser. Ne? Wir sind ja hier unten direkt am Strand. Und deshalb, das finde ich wirklich, wirklich gelungen. So, jetzt gehen wir aber erstmal zu unserem Ratsmann. Jetzt habe ich die ganze Strecke geplappert, ihr Lieben. Normalerweise kürze ich ja die Strecken immer ab, aber dadurch, dass wir hier auch neu sind, habe ich das jetzt einfach alles mal mitgefilmt. Wir kennen uns ja hier in dem Gebiet noch nicht so gut aus, deswegen zeige ich die Strecken auch. So, schönen guten Abend, Herr Bürgermeister Klaus. Doch der Bürgermeister, Leute. Ja, egal, ne? Aber wie gesagt, was soll's. Wir haben den Abdruck des gleichen linken Schuhs am Strand südlich der Brücke, die zum Festland führt, gefunden.
Wir haben versucht, am Strand entlang zu suchen, bis zur Labyrinthküste. Aber die Spuren haben sich einfach in Sand verlaufen. Es ist leicht, sich dort zu verlaufen. Deswegen kann es sein, dass wir etwas übersehen haben. Wenn du willst, kannst du selber versuchen, etwas zu finden. Aber ich glaube, es ist zwecklos. Ja, und dann wollen wir uns mal da umschauen, ihr Lieben. Wir müssen Spuren suchen. Ja, am Strand. Also das heißt, ich würde jetzt hier erstmal runter. Ja, und die Labyrinthküste, die haben wir ja auch noch nicht gesehen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht gegenseitig über den Haufen reiten. Wie gesagt, er vermisst definitiv seine Schatulle. Und die scheint abhanden gekommen zu sein. Irgendwie haben wir so das dumpfe Gefühl, dass die vielleicht gestohlen worden ist. Deswegen diese Spuren. So, und jetzt gucken wir erstmal, wo diese Labyrinthküste ist. Wir müssen auf jeden Fall hier lang, denn man sieht es ja hier im eingezeichnet. So, Leute. Ja. So, wir gehen doch hier einfach mal runter. Das sieht doch aus, als wäre, müssten wir hierher. Ja, guckt mal hier. Hier sind die Spuren. Hier sind die Spuren. Ach nee. Guck mal, das ist immer nur der linke Fuß und ja, hat der Gute ein Holzbein, würde ich jetzt mal sagen. Na, denn wenn man immer nur den einen sieht und das andere sieht ja aus, als wäre da so ein Stock vielleicht aufgesetzt worden. So, Leute. Würde ich mal so sagen, ne, wenn man sich das so anguckt. Aber wir werden das gleich sicherlich herausfinden. Wir folgen erstmal den Spuren und jetzt wird es natürlich knifflig. Tja. Ach du meine Güte. Ja, schön. Wo soll man denn jetzt hierher? Ich gehe mal hier hinten rum. Das ist bestimmt verkehrt. Ja, oder? Och, ja je. Oder doch nicht? Jetzt sind wir erstmal schön verschwunden, mitten im Wasser. So. Ah nee, ist doch richtig. Ach du meine Güte. Ja. So. Okay, und hier liegt irgendwas, oder? Liegt hier was? Was ist das denn? Ach nein. Ach nein. Dann haben wir doch schon das gefunden, was wir suchen, oder wie sehe ich das? So, jetzt gehen wir erstmal wieder denselben Weg vorsichtshalber zurück. Denn ich könnte mir vorstellen, dass man hier sonst mal abgluckert. Weil das scheint wohl hier unterschiedlich tief zu sein. Da muss ja irgendwo ein Haken dran sein. Ja, wir reiten jetzt erstmal vorsichtshalber denselben Weg zurück. Wir wollen ja hier nicht, in irgendeiner Form noch untergehen. Ja, liebe Leute, eigentlich kennt ihr den Rückweg, aber das war ja gerade jetzt so kurz, deswegen ich filme das jetzt einfach mal mit. Und hier vorne, ne, ihr seht ja, aber das habt ihr schon mitgekriegt, wir haben ja hier auch eine Bushaltestelle, also so strategisch gelegen ist das nicht schlecht, ne? Hier vorne dieses Boot dient als Hänger sozusagen momentan. Also wir haben ja da hinten noch keinen Pferdeanhänger, glaube ich, freigeschaltet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mal gucken. Ihr könnt auch das Boot hier vorne nehmen, dann kommt er da raus. Ich gucke mir das aber nochmal genau an, wie das mit unserem Hänger ist. Und wenn ihr da hinten weiterreitet, dann gibt es da auch so eine Fährverbindung, wie Fort Pinter sie hat. Und von da aus kommt man natürlich überall hin. Also es ist nicht schlecht gelegen, ne? Ist nicht schlecht gelegen. Also Dandal ist da schlechter dran, ne? Weil von Dandal aus, da kommt man nur mit dem Hänger. Na, das, also Dandal hat nicht diese Möglichkeit von da aus mit der Fähre. Verstehe ich eigentlich nicht, weil das ist ja auch am Wasser gelegen. Und ich fände es echt richtig gut, wenn die da was machen würden. Aber die haben so viel vor noch demnächst. Man kriegt es ja mit, ne? Also, und ich bin echt gespannt. Ich glaube, dass das Spiel noch richtig aufgerüstet wird. Also Potenzial ist definitiv da. So, jetzt gehen wir aber erstmal die Schatulle wieder ab. So. Herr Bürgermeister Klaus, ich glaube, wir haben was für Sie gefunden. Nicht schlecht. Das ist hier tatsächlich mein Kästchen. Aber der Schlüssel ist nicht mehr drin. Tja, das ist natürlich schlecht, ne? Damit zeigst du, dass der Dieb möglicherweise noch weiter entlang der Labyrinthküste gegangen ist. Du solltest vielleicht weiter entlang des Strandes suchen. Oh je, ja, das fällt ihm ja früh ein, ne? Aber ist egal. Wir müssen also nochmal zurück, ihr Lieben. Und wir werden es jetzt einfach so machen, dass wir... Ja, dass wir gleich an der Labyrinthküste wieder einschalten. Bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, hier müssen wir wieder runter. Das muss man sich merken, ne? Also, das muss man sich merken. Aber hier ist auch nochmal ein Schild. Wie ihr seht, die Labyrinthküste. Ich habe heute den Versprecher drauf, ne? So, aber das ist immer, wenn man dann so vor der Arbeit, ne? Und dann so abends. Ja. Wobei, ich bin eine Nachteule, muss ich euch sagen. Ich bin schon die Nachteule. Also, ich bin... Nachts und abends bin ich eigentlich am kreativsten. Jo, aber manchmal ist man einfach nur kaputt, ne? Und wir hatten hier so ein komisches Wetter, hier so einen totalen Umschwung.
Wie gesagt, ihr wisst ja, dass ich das im Vorfeld aufnehme, damit ich einfach ein bisschen mehr Zeit demnächst habe und ja, euch auch garantiert ist, dass ihr wirklich die Videos auch zu sehen bekommt, hoffentlich. Und ja, also dieses Wetter, das hat mich auf jeden Fall völlig umgehauen. Ich bin manchmal ein wenig wetterfühlig und dann zerschmettert es mich. Aber nicht schlimm, halt nur insofern, dass ich dann einfach ultra müde werde und dann wird es auch schon wieder mit der Konzentration, ne? Aber wie gesagt, es ist auch schon, also kurz vor 10, ne? Und ich muss nachher noch leveln, ihr Lieben. So, bis hierhin waren wir. Das war jetzt der Weg, den habe ich mir gemerkt. Und jetzt, ja, toll. Wie gehen wir denn jetzt weiter? Kann man da durch? Wir versuchen das mal. Nee, seht ihr? Oh je. Ja, habe ich mir gedacht, ne? So, Leute, so. Und dann wird man nämlich zurückgeportet, wo man hergekommen ist. Wir stehen wieder auf dieser Insel. Wir machen jetzt Folgendes. Da hinten liegen verdächtigerweise irgendwelche Fässer. Und das ist fast in allen Spielen so. Wenn hier solche Gegenstände liegen, ne? Die haben meistens was zu sagen. Und wenn ihr ganz genau guckt, dann seht ihr hier auch den Grund. Ich mache jetzt extra das mal so mit der Kamera. Dann könnt ihr, ja, da so ein bisschen auf den Grund gucken. Leider auch nicht immer. Aber da vorne war es so, dass man da gesehen hatte, dass da die Sand, also der Sand, die Sandbank etwas höher lag. Und dass wir da nicht so ganz so absaufen. Obwohl, guckt euch das mal an, ne? Wir sind schon tief hier im Wasser. Mensch, vielleicht muss meine Angel hier noch schwimmen oder so. Egal. So, aber das hat doch schon mal geklappt. Hier geht's weiter. Und wo sind die Spuren? Brauchen wir nicht mehr. Wir haben ein Ausrufezeichen, wie ihr seht, liebe Leute. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwie diesen Weg merken. Na, supi. Damit man hier nicht abblubbert. Sonst kommt ihr hier nicht mehr zurück, ne? Ich meine, ich hätte es jetzt ganz gut. Ich könnte einfach zum Stall porten, weil ich da hinten wohne. Na, das kann man sich dann an der Stelle überlegen, wenn man hier wirklich nicht klarkommen sollte, dass man sagt, okay, ich verlege den Stall einfach nach Golden Hills. Für die Zeit, wo ich hier vielleicht queste, wo ich hier, ich weiß ja nicht, wie oft man hier was hat, na, bis man das vielleicht überlebt hat und dann kann man hier zurückporten, weil ihr habt gesehen, wenn ihr falsch abbiegt, dann geht ihr unter, ne? So, und wer sind die beiden Kandidaten? Hier haben wir zwei Leute, die sehen nicht so ganz vertrauenserweckend aus. Einmal den guten Bob und dann haben wir den Rob, der sich hier irgendwie den Hals verrenkt, warum auch immer. Und was macht er jetzt? Kratzt er sich an der Nase? Ich weiß es nicht. Wir reden erstmal mit Bob. Hallo, schönen guten Abend. Hohoho, was zum gesunkenen Piratenschiff ist das? Was ist das? Eine kleine Landkrabbe in unserem geheimen Höhle. Eine kleine Landkrabbe in unserer geheimen Höhle? Oha, Leute, die sehen so ein bisschen nach Piraten aus. Ne? Das wäre jetzt wieder was für Madison, die wir jetzt auch in den letzten Folgen ja oft genug mit dabei hatten. Und ja, oje, gut, dass sie nicht dabei ist, das wird ja hier wieder Ausmaße annehmen. Was machen wir jetzt mit dir? Wir können dich nicht einfach gehen lassen, da dies ja unsere geheime Schmuggelhöhle ist, die nicht entdeckt werden darf. Zugegebenermaßen sind wir Kriminelle, aber keine Kriminellen, die Leute entführen. Na super, ja, wir haben ja, wir sind ja hier, also was soll ich dazu sagen, Leute, ne? Wir hatten es ja jetzt mit Herrn Anwirt zu tun und da wir den überlebt haben, finde ich Bob im Moment noch recht harmlos. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber den schaffen wir schon, wir kriegen den schon noch klein, den Kerl. So, jetzt will er irgendwas von mir und jetzt müssen wir wahrscheinlich uns hier einen aus dem Ärmel lügen, könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Nun, kleines Mädchen, warum schleichst du um unsere geheime Spuggelhöhle? Jetzt haben wir die Auswahl. Mal gucken, wie wir jetzt mit den Jungs da umgehen. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich suche den Schlüssel zur Stadt. So, der Schlüssel zur Stadt? Du glaubst wirklich, dass ich den habe? So, mal gucken. Ja, ich glaube, du hast ihn. Du willst mich wegen Diebstahl anklagen, als wäre ich ein einfacher Dieb. Wie kommst du nur darauf, dass ich diesen Schlüssel habe? Ich würde sagen, guckt euch den mal an, ne? Antwort Nummer 3 sieht richtig aus. Und zwar, er hat tatsächlich ein Holzbein. Und jetzt können wir uns nämlich auf die Spuren berufen. Wir müssen hier richtig scharfsinnig kombinieren. Wobei ich auch nicht immer gut da drin bin. Aber wir versuchen es einfach mal. Weil du nur ein Bein hast. Es gab nur Abdrücke von einem Schuh, weil ich nur ein Bein habe. Das war gerissen. Du bekommst den Schlüssel und versprichst uns nicht zu verraten, abgemacht? Ach ja, komm, das machen wir mal, weil die tun uns ja nichts. Ja, machen wir. So, wunderbar. Die Strategie ging auf jeden Fall auf, Leute. Das war einfach gegen die Sache mit Herrn Anwir. Na, dann gib mal raus den Schlüssel, ne? Es war so, dass wir den Schlüssel gestohlen haben, um im Winter Waren aus Silverglade schmuggeln zu können. Wir konnten eine Menge Dinge verkaufen, die es normalerweise im Winter aufgrund des verschlossenen Tores nicht gibt.
Es war natürlich falsch, von uns den Schlüssel zu nehmen. Also ist es jetzt nur fair, wenn er zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückkehrt. Ja, der Mann ist ja einsichtig. Ich bin total überrascht, ne? Hier ist der Schlüssel zur Stadt. Jetzt kannst du ihn zum Bürgermeister zurückbringen, falls du versprichst, uns nicht zu verraten. Ja, ja, ist ja schon in Ordnung. Hoffentlich auf Nimmerwiedersehen. Ja, ich habe jetzt auch nicht so einen Drang da wieder hin. Ne? Und wir haben auf jeden Fall den Schlüssel und den müssen wir jetzt auch abgeben, ihr Lieben. So, ich werde den Weg zurück mitfilmen, damit ihr ungefähr einen Anhaltspunkt habt, wo ihr langreiten müsst. Und ich hoffe, ich finde den nochmal so wieder. Weil wir müssen jetzt genauso zurück, wie wir hingekommen sind. Sonst könnt ihr es vergessen, Leute. Ne, ich versuche das mal, dass wir das hinkriegen. Ja, und dann wissen wir danach, wie wir hier hin und her kommen. Dann habt ihr die Strecke einmal gesehen. Wie gesagt, ich filme Wege nach Möglichkeit nur einmal. So, jetzt muss ich mich hier mal eben konzentrieren. Also hier ging es, glaube ich, lang. Und dann rechts halten. Ah, wir versuchen das mal doch. Ja, ich bin hier ein bisschen verunsichert, weil unsere gute Angel nämlich fast bis zum Bauch hier weg ist. So, wie war das denn jetzt hier? Ja, hier war das Fass. So, hier war das Fass, Leute. Und jetzt müssen wir hier rum. Hoffentlich war das richtig. Na, ab der Insel weiß ich es wieder besser. Das war da ein bisschen einfacher. So, jetzt ist hier auch ein Fass. Und nu. Ja, jetzt müssen wir... Ja, so, und da müsst ihr links rum. Schaut mal. Da müsst ihr links rum. So, und dann sind wir hier wieder an dieser Insel. So, das haben wir jetzt mit der Insel. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier den anderen Weg finden. Da muss man auch aufpassen. So, und zwar... Ach, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, die Fässer sind ein Hinweis. Immer vor den Fässern irgendwie da... Das ist, damit man da abbiegen kann. Das ist wirklich wie in den meisten Adventure-Spielen. Die machen das oft so. So, und jetzt müssen wir hier gucken... So, und da könnt ihr euch ja an den Inseln wieder orientieren. Jetzt haben wir es. Genau, wir haben es, ihr Lieben. Wir haben es. Wir sind angekommen und da müsst ihr einfach nur noch hier hoch und dann ab zum Bürgermeister. Und wie gesagt, ich gebe jetzt Stoff und dann sehen wir uns da gleich. So, so, ihr Lieben. Das ging flott. Jetzt sind wir wieder beim Bürgermeister. So, wir haben den Schlüssel. Der Schlüssel. Was für ein Glück. Danke, dass du ihn gefunden und zurückgebracht hast. Ja, bitteschön, gern geschehen. So, mal gucken, was er noch wissen will. Fantastisch, dass der Schlüssel zurück ist. Ich bin so froh. Aber kann ich dich etwas fragen? Ja, von mir aus. Wir haben es nicht selbst geschafft, den Schlüssel zurückzubekommen. Deswegen bin ich neugierig, wo du den Schlüssel gefunden hast. Ich sag einfach, ich habe ihn am Strand gefunden. Ich habe ihn am Strand gefunden. Wie komisch, dass ihn keiner von uns vorher gefunden hat. Dank deiner Scharfsinnigkeit ist der Schlüssel endlich zurück. Ja, das ist er. Boah, nochmal gut gegangen, Leute. Ich dachte schon, wir können ja da nicht sagen, ja, ich habe nichts versucht zu verraten. Dann wird er neugierig und dann riecht er Lund und dann will er hier was wissen. Das können wir ja nicht machen, ne? Ich glaube, das mit dem Strand war gut. Dann weiß ich, was passiert ist, Celine. Ich hoffe, es gefällt dir in unserem kleinen Fischerdorf. Wir sind froh, dass du hier bist. Fühl dich wie zu Hause. Ja, danke, mache ich doch. So, Leute... Wunderbar, er hat den Schlüssel wieder, wir haben die Quest beendet. Ja, und eigentlich ist das ein ganz guter Punkt, um das Ganze hier überhaupt zu beenden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, ihr Lieben. Wir haben heute Golden Hills einfach wieder ein Stückchen weiter erkunden können. Wir haben jetzt diese Labyrinthküste auch gesehen, fand ich übrigens sehr schick. Ist ein bisschen tricky, man muss halt aufpassen, dass man nicht untergeht, aber wir haben es ja geschafft. So, ich wünsche euch heute einen super schönen Tag. Ihr seht das Video immer vormittags, weil ich es ja immer früh hochlade. Ich werde jetzt zusehen, dass ich hier noch ein bisschen level mit Angel, damit sie weiterkommt. Und wir sehen uns dann wie gewohnt morgen. Bis bald, ihr Lieben, und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!